Wir haben gemeinsam mit dem Amt für Wirtschaft Bereich Arbeitsbewilligungen das Projekt E-Arbeitsbewilligungen umgesetzt. Das ist ein neues digitales Angebot, das bei ZSA-Services jetzt angeboten wird. Sinn und Zweck des digitalen Angebots E-Arbeitsbewilligung ist, dass Gesuchsteller Gesuche erstellen für Arbeitsbewilligungen. Das kann sein in ganz verschiedenen Konstellationen. Ein Beispiel ist, wenn ein Schweizer Arbeitgeber eine ausländische Arbeitskraft einstellen möchte. Das Wichtigste für den Kunden war, dass EWP E-Arbeitsbewilligungen, das digitale Angebot, intuitiv ist, dass ein Gesuchsteller weiss, wo er klicken muss, was er als nächstes machen muss, was die nächsten Schritte sind und dass das unterstützt wird von einer guten Bedienerfreundlichkeit, also dass das Ganze im Kontext gut aussieht. Durch das, dass wir selber Kundenportal entwickeln und auch verkaufen und zudem auch schon für ZSA-Services ein anderes digitales Angebot können entwickeln, sind wir einerseits mit dem Designsystem vom Kanton Zürich von ZSA-Services schon bestens vertraut gewesen. Andererseits wissen wir aber auch, was ein Kunde möchte, was ein Kunde braucht. Und darum haben wir die perfekte Benutzeroberfläche für Gesuchstellende können bieten. Wir haben einerseits mit dem Kunden die Spezifikation ausarbeiten. Das heisst, wir haben in Workshops zusammen die Anforderungen sind wir durchgegangen. Wir haben eine Spezifikation erstellt, was nachher aus Geschäftsregeln bestanden hat, beispielsweise aus Mockups, die wir gezeichnet haben. Wir haben sogenannte Business-Objekte erstellt, haben die ausdefiniert und haben nachher sogar auch noch Features dazu geschrieben. Nachdem wir mit dem Kunden die fachliche Spezifikation so weit auf die Beine gestellt haben, bin ich mit unseren Softwareentwicklern zusammengehockt. Sie haben mir gesagt und gezeigt, wie wir das technisch umsetzen können, was da der perfekte Weg wäre. Wir haben das entsprechend nachher umgesetzt, mir das wieder retour gegeben und ich durfte das nachher im Kunden wieder präsentieren. Es war eine bereichernde Erfahrung, mit dem Amt für Wirtschaft, Bereich Arbeitsbewilligungen, so ein tolles Projekt auf die Beine gestellt zu haben. Es hat enorm Spass gemacht, mit dem Kunden zusammen zu arbeiten, aber auch bei uns intern. Und ich als Projektleiterin bin sehr stolz darauf, haben wir so ein nützliches digitales Angebot umgesetzt.